So, hallo Sophia, Familie Hertel, grüß Gott. Gehöbeln am 6. Oktober, ja. Okay, dann erste Aufgabe: F-Dur, ne, C-Dur in Violinschlüssel ohne Versetzungszeichen. Ja, wie immer 12 Töne spiele ich. Und dann, ja, wo ist da diese Kasten ist. Ja, ich spiele, ich glaube, ich viermal reicht, oder? Diesmal, ja. Also ich, immer spiele ich fünfmal, aber ich versuche mal jetzt, also nur mit viermaligen Wiederholungen, ja. So, dann, es beginnt mit C, ja. Der erste steht schon. Okay. Das erste Mal. Wahrscheinlich zu schnell gespielt gerade. Ich spiele ja langsam. Zum zweiten Mal. Zum dritten Mal. So, kleine Hilfe, die geschriebenen Noten, erste und dann vierte, ja, erste ist da, ha? C, vierte ist ein D, ja, und zweite, dritte ist in diese Kasten, ja, wenn du, also vierter Ton, die geschriebene, ja, und C, ja, dann diesen Unterschied merken kannst, ja, dann kannst du ja auch D und E da den Unterschied auch hören, ja. Ich deute nur so an, ja. Zum letzten Mal, ja. Ja, ohne Versetzungszeichen, dann gibt es dann weniger Möglichkeit. Ja, da nutzt mal das aus. Ja, also da nicht nur von Hören so versuchen, sondern mit bisschen Logik und ja, also ja. Okay, dann Aufgabe 2, auch in C-Dur und ja. Violinschlüssel und dann mit Notenwert, ja. So. Vier Vierteltakt beide Male, also A und B, ja. Dreitaktige, das spiele ich dann fünfmal, ja.
Also erst A und dann B. Ja? Erstes Mal 2A. Also in C-Dur heißt, das ist ein Grundton. Ja? Zwei, drei, vier. Okay, gut, erster Ton steht schon und dann am zweiten Takt der erste Ton steht ja auch. Ne? So. Zum zweiten Mal. Eins, zwei, drei, vier. Zum dritten Mal. Eins, zwei, drei, vier. Zum vierten Mal. Eins, zwei, drei, vier. So, zum letzten Mal. Ja, eins, zwei, drei, vier. So, dann wir gehen auf 2b. Ja. C-Dur, Violinschlüssel, wie immer nur drei Takte. Ja, das schaffst du. Okay? Eins, zwei. Moment, Grundton. Ja. Terz, große Terz. Reine Quint. Ich denke, erster Ton steht schon. Ne? Genau. Es fängt mit Gern, ja, das weißt du, ne? Okay. Eins, zwei, drei, vier. Zum zweiten Mal. Eins, zwei, drei, vier. So, zum dritten Mal. Eins, zwei, drei, vier. Zum vierten Mal. Eins, zwei, drei, vier.
zum letzten Mal. 2, B. Ja, 1, 2, 3, 4. Jo, dann machen wir weiter mit Fagott. Ab dort in Bassschlüssel, ja, die beiden Fagott spielen. Ja. So, eingespielt. Dritte Aufgabe. Höhere Intervall und ankreuzen. Ja? 3a. Zum letzten Mal, ich spiele viermal. Ja? So, wir gehen weiter. 3b. Ja, was spiele ich? Kleine Hilfe. So, dann schon die letzte. 3C spiele ich auch viermal. Wie du schon gemerkt hast, ist schwerer als dann beim letzten Mal, ja? Weil du das locker geschafft hast. Ja? Okay, das war's eigentlich für diesmal. Und komponier mal ein Lied nur mit Intervalle wie diesmal große Terz und dann reine Quinte. Ja? Kombiniert. Ja? Alle Intervalle sind dann entweder Terz oder große Terz oder reine Quinte. Ja? Okay, das war's und ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende. Gell? Ciao.